und sagen, das wird erst im Himmel kommen, weiß ich auch. Aber wenn du nicht weißt, wie Gott seine Welt sich vorstellt, dann wirst du immer deine eigene Welt verwirklichen, oder nicht? Und wenn ein Prediger nicht weiß, was Gott will, dann wird er das tun, was er will. Also, ist Basiswissen vorhanden? Weiß man in der Gemeinde, wo Gottes missionarisches Herz schlägt? Die erste Frage. Ist ganz einfach, simpel und einfach. Wer auf diese Frage nicht antworten kann, der braucht nicht davon zu träumen, dass die Gemeinde irgendwo missionarisch tätig wird. Sie wird immer kleckern. Hier mal evangelistisch was hinkleckern, da was missionarisch hinkleckern, da was missionarisch hinkrähen, aber ein wirkliches Konzept verwirklicht sie nicht. Dann geht es um die zweite Frage. Wenn nun Mission stattfindet, welchem Vorbild folgen wir? Jetzt bin ich seelsorgerlich begabt oder ich bin mit der Gabe der Barmherzigkeit gesegnet. Was bedeutet das für mich, mit der Gabe der Barmherzigkeit missionarisch tätig zu sein? Was ist mein Vorbild? Hast du Vorbilder? Wenn du mal nachdenkst und sagst, Mensch, welches Vorbild habe ich? Sag mal in der Bibel. Was ist dein Vorbild? So aus der Pistole geschossen. Was ist dein Vorbild? Und die meisten machen, kukareko. Ja? Also nichts Wirkliches. Aber wenn ich eine Gabe habe und die Gabe in der Schrift beschrieben ist, was sind meine Vorbilder? Wenn man in der Gemeinde apostolisch lehrt, wird man Vorbilder setzen. Biblische Vorbilder, aber auch Vorbilder aus der Kirchengeschichte. Immerhin sind wir seit 2000 Jahren dabei, die Welt zu evangelisieren. Die Welt ist voller Vorbilder. Nochmal, wenn du kein Vorbild hast, dann bist du dir selbst ein Vorbild. Und dann geht's nur immer um dich. Mein Problemchen, mein Wehwehchen, meine Kopfschmerzen, meine Jästlichkeit, meine Unjästlichkeit. Ich. Wer kein Vorbild hat, der wird sich zu nirgendwohin entwickeln. Ja, Vorbilder gesetzt. Sind Vorbilder vorhanden? Ein Apostel, der wird sich darum bemühen, Vorbilder in die Gemeinde zu bringen. Der wird immer danach trachten, dass die Gemeinde von positiven Vorbildern angesteckt wird. Ja? Oder dann die eigene Begabung. Ist sie erkannt? Da, wo in der Gemeinde apostolischer Dienst praktiziert wird, da ist die Frage nach der Geistesbegabung eine zentral wichtige Frage. Da wird man niemand mehr in Ruhe lassen, ohne dass man weiß, wofür man eigentlich begabt ist. So wie ich mit meiner Oma, ich habe euch die Geschichte erzählt. Ja, ist die Begabung erkannt in Bezug auf Mission? Ist die eigene Berufung erkannt in Bezug auf Mission? Wenn ich vor Gottes Gericht eines Tages stehe und er mir sagt, ey, Johannes, ich habe dir 4 Talente gegeben, was hast du damit gemacht? Weiß ich das? Da sagt manch einer, ich bin ein Russlanddeutscher, ich weiß es nicht. Das wird dir nicht weit helfen, mein Freund, dass du ein Russlanddeutscher bist. Ja? Ist die eigene Berufung erkannt? Ist die Anwendung der eigenen, im eigenen Leben gelernt? Jetzt habe ich eine Gabe bekommen, wie praktiziere ich die Gabe in Bezug auf Mission im eigenen Leben? Wie mache ich das? Wo apostolischer Dienst in der Gemeinde praktiziert wird, da wird man auf jeden Fall immer darauf achten, dass man nicht nur theoretisch die Bibel kennt, sondern dass man sie praktisch anwendet. Ja, es ist ja faszinierend, dass die Leute alle immer wieder sagen, wenn auf die Frage, gibt es Engel heute, sagen sie alle, ja, klasse. Und da fragt man, sind die Engel heute noch in der Welt da? Ja! Klasse! Wann hast du das letzte Mal einen erlebt? Was? Gibt's das auch noch? Es geht nicht, dass wir theoretisch über theologische Inhalte reden, aber sie gar nicht erfahren. Kann Gott heute heilen? Ja, sicher kann er heilen.
kann er auch jetzt heilen. Na klar kann Gott kommen. Gott kann alles. Wann hat er das letzte Mal geheilt? Gibt's das auch noch? Ja, Anwendung im eigenen Leben gelernt. Nur wenn du das, was du glaubst, auch in deinem Leben anwenden kannst, dann bist du ernst zu nehmen, sonst bist du ein Schwätzer. So einfach ist das. Und das, was ich gelernt habe, anzuwenden, dafür sind Apostel, der ist der apostolische Dienst ganz wichtig. Dann das der praktische Einsatz begonnen. Hat der praktische Einsatz begonnen? Nun, in dieser Gemeinde weiß ich, viele Leute sind im praktischen Missionsdienst bereits aktiv. Also ganz klasse, dass der praktische Einsatz begonnen hat. Bei vielen hat es begonnen, bei einigen hat es noch nicht begonnen. Bei uns, es gibt welche, die haben noch kein Basiswissen. So, in einer Gemeinde, die so tätig ist, die zielt darauf hin, dass alle Mitglieder des Leibes Christi Mitarbeiter an der Mission werden. Nicht vorher ruhen. Wir als Gemeindeältesten in unserer Gemeinde treffen uns zweimal im Jahr zu einer Ältestenklausur. Wir gehen bis zu 4 Tage, manchmal auch länger, gehen wir einfach in die Stille vor Gott. Wir gehen fastend und betend auf unsere Knie und wir führen uns die ganze Gemeindeglieder vor. Und das letzte Mal, als wir zusammen waren, haben wir gemerkt, dass wir 56 unserer Gemeindeglieder nicht mehr einordnen können. Wir sind für sie zuständig. Wir sind für diese 56 Leute zuständig. Wir wissen nicht, womit sie begabt sind, was ihr Auftrag ist. Wir haben keinen blauen Dunst Ahnung von den 56 Leuten. Und auf einmal wurde uns klar, wenn wir das nicht wissen und die geistliche Verantwortung für die nicht übernehmen können, soll Gott uns dann noch mehr geben, über die wir nichts wissen? Wird er das? Von wegen wird er das? Der wird es nämlich nicht. Wir sollen führen. Wir sollen die führen. Mitarbeiter in der Mission sollen sie werden. Also ein Apostel guckt sich seine Hörer in der Gemeinde an, seine Gemeindeglieder an und er wird ein gewisses Schema vorlegen und sagen so, diese Fragen sind wichtig. Basiswissen ist notwendig, Vorbilder für die Mission sind notwendig, eine Begabung muss erkannt werden, eine Berufung muss erkannt werden, die Anwendung im eigenen Leben beginnt und dann fange ich an, diese Weisheit weiterzugeben. Ich werde zum Mitarbeiter an der Mission. Jeder Mitarbeiter an der Mission. Anders geht's gar nicht. Jetzt ist mein Auftrag, missionarischer Auftrag, den mir jetzt hier gegeben wurde, zum Beispiel hinzugehen und dieses Buch von hier nach hier zu tragen. Das ist der Auftrag. Es ist interessant, wie viele Glieder jetzt daran teilgenommen haben, oder? Die Hände haben dieses Buch genommen. Die Augen haben es angeguckt. Dabei haben die Ohren mitgearbeitet, haben die Geräusche gehört. Da haben meine Beine und alle Zehen haben meinen Körper hier hingetragen und ich bewegte mich und ich habe sie hingelegt. Da, wo in der Mission immer nur die Hände tätig sind oder immer nur der Mund, stell dir mal vor, mein Mund würde jetzt sagen, das ist meine Aufgabe, ich werde jetzt das Buch von hier nach da irgendwie. Geht doch nicht. Der ganze Leib aktiv, missionarisch aktiv auf das Missionsziel bewegt. Der Apostel ist also verantwortlich dafür, dass die Gemeinde in Bezug auf Mission erzogen wird. Und ich arbeite gerne damit Zyklen und sage, jetzt muss ich in die Gemeinde einen Zyklus missionarischer Verkündigung bringen. Der Apostel ist dafür zuständig, dass in die Gemeinde jetzt ein Zyklus missionarischer Verkündigung hineingebracht wird. Und wenn ich den hineinbringen will, dann muss ich mir den Zustand, den Ist-Zustand meiner Leute angucken. Ich kann niemand anpredigen, der nicht versteht, was ich sagen will. Was hat es für einen Sinn, wenn ich euch jetzt anspreche in einer hohen theologischen Sprache? Ich war mal in Paraguay und dann habe ich ganz einfach geredet. Wenn ich evangelisiere, bin ich manchmal sehr plump und einfach. Und dann sagten die Lehrer in der Schule, in der Zentralschule, die kamen aus Deutschland, das waren so Lehrer aus Deutschland, Austauschlehrer, die haben gesagt, das ist kein Doktor. Der spricht so ein plattes Deutsch. Er kann kein Doktor sein. Gemeindeälteste waren aufgeregt und sagten, Johannes, du, die Lehrer machen Stimmung gegen die Evangelisation, weil du so platt sprichst.
Ne, platt kann man ganz toll reden. Zum Beispiel, wenn man Plattdeutsch sagen will, der redet viel, aber dahinter ist nichts, dann sagt man, der sagt viel, aber dahin stiftet. Der sagt viel, aber hinter ihm staubt alles. Ja, so kann man ganz klasse sagen. Aber man kann noch ganz andere Dinge sagen. So sagen, dass es richtig sitzt. Ja, und ich neige dazu. Ich weiß, manchmal bin ich auch zu platt. Bin ein Plattdeutscher, was will man jetzt? Bin manchmal zu platt. Und dann kamen sie und sie haben sich so aufgeregt und ich sollte doch bitteschön meine Sprache ändern oder irgendwie, sage ich, liebe Geschwister, ich werde das Problem jetzt ein für alle Mal lösen. Wir laden alle Lehrer ein zu einem Vortrag über Wissenschaft und Glaube. Und dann halte ich einen Vortrag. Und dann habe ich über integrative Gesamtzyklen in eklektischer Entwicklung von Überzeugungsprozessen in transformativen Gedankengängen einer genetisch Veranlagung und Zyklik geredet. Und ich habe so die 40 Minuten lang geredet, in so einer Sprache. Als ich dann fertig war, da stand der Direktor der Schule auf, mit einer großen Ehrfurcht sagte er, Herr Dr. Reimer, das war wirklich so gut. Und ich fragte ihn, haben Sie das denn verstanden? Haben Sie das denn verstanden? Er war still. Er hatte nur die Hälfte verstanden. Es war zu viel Fremdwörter, denn er hat nichts verstanden. Warum wollen wir immer eine hochpolierte Sprache, wenn es einfach darum geht, dass wir nur das verstehen sollen, was wir verstehen sollen? Also, wir müssen die Leute da abholen, wo sie sind. Ein guter Apostel wird immer die Mission des Leibes Christi da beginnen, wo der Leib Christi ist. Und wenn er jetzt da ist, dann muss ich wissen, wo er ist, in Bezug auf Mission. Vom Ist-Zustand zum Mitarbeiter an der Mission Gottes. Das ist der erste Schritt. Wo befinden sich also unsere Hörer? Wisst ihr als Gemeindeleitung, wo diese Gemeinde sich befindet? Wo befinden sich die Leute in Detmold in Bezug auf Mission? Sag nicht einfach, ich weiß das. Die meisten wissen es nämlich gar nicht. Ja, wo befinden sich unsere Hörer? Und dann, wie komme ich ans Ziel mit meinen Hörern? Ich brauche einen Plan. Ich muss mir überlegen, wie kriege ich sie dahin bewegt. Ein Apostel wird sich Gedanken machen. Ein Apostel kann gar nicht anders. Ein Apostel geht an der Sache vorbei, sieht die Tasche da stehen, die stört jetzt gerade. Und dann wird er sich sofort Gedanken machen, wohin bewege ich die Tasche? Es ist dumm, wenn er sich selbst umstellt. Denn das sollte ein Diakon machen. Und wenn er das weiß, die Taschen stehen immer darum. Immer stehen die Taschen darum. Und sie stören die Ungläubigen. Natürlich kann er selbst aufräumen, dass er bald kein Apostel mehr, sondern Diakon. Oder er sagt, ich muss meine Leute dahin erziehen, dass sie die Taschen nicht mehr da abstellen. Wie mache ich das? Wie kriege ich das hin? In Bezug auf Mission. Wie komme ich zum Ziel? Und dann arbeite ich in einem Lernschritt. Dann werde ich Lernschritte einplanen. Wie erziehe ich meine Gemeinde zur Mission? Der Apostel ist ein Pädagoge, ein Erzieher. Apostel Paulus bleibt in Ephesus 2 ganze Jahre und erzieht sie 2 Jahre lang. Ja, und er ist sonst noch wo und korrigiert auch immer wieder sein Mikrofon. Will hier von meinen großen Ohren weg. Ja, Lernschritte einplanen und dann Ergebnisse kritisch überdenken. Also eine Art Plan aufbauen. Was ist nun der Lehrplan apostolischer Verkündigung in der Gemeinde? Wie könnte er aussehen? Ganz einfache Fragen. Apostel fragt sich als erstes, was sage ich, wann, wo und warum? Warum sage ich das, was ich sage? Was mache ich, wann, warum und wieso? Ich brauche einen gewissen Plan. Und ich beginne als Apostel immer mit persönlicher Betreuung. Ein Apostel ist jemand, der an jedem einzelnen Glied am Leibe interessiert ist, weil er sie aktivieren will, mit einer persönlichen Betreuung des Einzelnen. Deshalb ist ihm Jüngerschaft von ganz großer Bedeutung. Jüngerschaft
Apostel wird dafür sorgen, dass in der Gemeinde jedes einzelne Glied in seiner Jüngerschaft betreut wird. Er braucht Lehrer dafür. Er braucht Hirten dafür. Er braucht die anderen dafür. Wir haben gesagt, dieser Daumen, der ist zu nichts nütze, wenn der allein ist. Hackt die anderen Finger ab und mal gucken, was eure Hand kann. Die kann nichts. Aber ein Apostel ist dafür zuständig, dass persönliche Jüngerschaft in deiner Gemeinde möglich wird. Also Apostel sorgt dafür, dass das möglich wird. Zweitens, er wird eine dienstbezogene Jüngerschaft wollen.